10, jeden Tag ein Trade. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem täglichen Trading-Webinar. Wir starten in dieser Woche direkt an dem Dienstag, am 6. Juni 2017. Auch heute möchten wir zusammen mit Ihnen die Märkte screening, Trading-Ideen finden und natürlich, wenn möglich, auch Ihre Fragen beantworten. Sie haben es ja schon vorhin gesehen. Wir feiern wie gewohnt im Juni Geburtstag. Natürlich gehen die Geschenke wieder an Sie. Sie können also den DAX 30 und den Dow Jones gerne bei uns kostenlos über eine Spread-Rückerstattung kostenlos handeln. Die Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite auf admiralmarkets.de. Ansonsten starten wir natürlich wie immer auch mit unserem Risikohinweis. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Admiral Markets mit Hebelprodukten handeln. Der Hebeleffekt kann für Sie, aber natürlich auch gegen Sie arbeiten. Bitte behalten Sie das immer im Hinterkopf. Alle Informationen, auch die unseres Moderators, bitte nicht als Anlageberatung missverstehen, sondern wirklich als Informationsangebot. Handelsentscheidungen treffen Sie selbst und in Eigenverantwortung. Aufgrund des Pfingstwochenendes und des Pfingstmontags starten wir also, wie gesagt, am Dienstag mit unserem Moderator Costa von daytradinglive.de. Lieber Costa, du bekommst jetzt das Wort von mir und auch den Monitor und dann kann es direkt losgehen. Ja, guten Morgen, Georg. Grüß nach Berlin. Guten Morgen, meine Damen und Herrschaften. Wir legen gleich los. Und zwar, wie immer, im DAX. Wir haben jetzt da eine Eröffnung, tja, im Bärbereich zu finden. Also der Markt versucht, etwas nach unten zu gelangen. Noch ist alles intakt für die Bullen, noch kein Achtungszeichen, alles okay. Gehen wir in die Details mal über. Und da fällt auf, wir haben ein neues Jahreshoch. Ich hoffe, ihr habt alle Shampoos getrunken. Ist alles gut für die Bullen. Nun geht es wieder etwas tiefer. Die Frage wird natürlich lauten, wie weit geht es tief? Geht es Richtung Frankreich, gap's closed, oder geht es doch noch weiter nach oben? Im Moment kann man nur sagen, solange wir natürlich A, über die letzte W4, wo wir ja auf der Suche waren, immer noch nach oben laufend. Das heißt, der Bereich 12.492 bleibt natürlich weiterhin stabil und relevant. Was heißt das? Solange wir über 2.490 bleiben, wird sich die Bewegung nach oben möglicherweise weiter ziehen können. Wir haben ja noch die aktuellen Ziele aus der letzten Woche. Die können bis in den Bereich 13.119 bis 13.242 laufen in dieser Bewegung. Also noch ist nicht alles erreicht, außer wir haben ein neues Jahreshoch. Wie man sieht, darunter hinaus oder darüber hinaus über die Jahreshochs 881 ab der Widerstand 12.902 gewartet. Dieser wurde nicht erreicht, auch nicht aktiviert. Das wäre natürlich optimal aus Bullensicht, wenn dieses aktiviert worden wäre im ersten Kontakt, um direkt weiterzulaufen. Jetzt hat er, wie gesagt, hier dieses vermieden. Somit laufen wir jetzt da wieder eine kleine Korrektive. Die kann natürlich jetzt ja, wieder etwas Zeit kosten im Endeffekt. Schauen wir uns mal den 60er an aus der letzten Grundbewegung. Und da sieht man sehr schön, dass wir auch in dieser Korrektiven aktuell über 12.736 verweilen. Mit einer F3 im Rücken, immer Instanz, die Bewegung könnte hier kurzfristig beendet sein. Jetzt kommen wir zu den SSKs, also Stunden-Schlusskurse, sagen wir 10 Uhr durch. Und der Kurs bewegt sich immer noch über diesen Long-Bereich, 10.736. Wäre natürlich optimal, jetzt den Fuß natürlich in diesen Tiefs, Tagestiefs zu fassen. Kann man natürlich engmaschig absichern. CFV wäre okay. Was er jetzt nicht machen sollte, wäre unter 12.711 zu fallen. Denn dann wäre die Möglichkeit gegeben, dass die Bären Richtung Short-Signal 12.648 laufen können. Würden Sie dieses machen, aber über dieses Short-Signal bleiben, kann es sein, dass er entweder ab hier versucht, den Markt zu drehen
und wieder Richtung Jahreshoch zu laufen. Oder eben diese Rest-Levels, die wir in dieser Bewegung noch erwarten können, der Bereich 12.952 bis 13.052 bis 13.242 als Indiz dafür, was sie machen können, wenn sie wollten. So, das war jetzt der kurzfristige Bereich. Der kommt natürlich wie immer, um den Gedanken zu fassen. Ja, was erzählt der Costa? Und zwar geht es dann wieder um den Bereich des Weekend-Updates. Die erste Bewegung sollte sein Richtung 12.798, 12.747 oder 12.703. Es werden drei Grundbewegungen oder drei Anlaufziele aus dem Freitagshochs, also dem Jahreshochs, wo man noch sagen kann, bis dorthin wäre kein Problem aus Bullensicht und die könnten von hier aus den Markt wieder drehen und versuchen, ihre Levels zu erreichen, zumindest bis in den Bereich, was natürlich sehr schön wäre, 12.89, 12.995, 13.11 als grobe Instanz. Aber die Grundbewegung über die 4, also über die 492, würde uns das Ziel 13.121 bis 13.158 eröffnen. Wenn dieses erreichen werden sollte, kann sich natürlich jemand, der Short sucht und sagt, nee, irgendwann muss doch mal eine Korrektur kommen. Das wäre natürlich so ein Anlaufziel, wo man sagt, okay, dann kann man sich hier umschauen nach einem möglichen Short. Das CRV wäre natürlich dann hier oben auch ganz gut. Immer abwarten, bis die Bewegung fertig ist. Und dann, denke ich, kommt man mit 35 Punkte SL womöglich dann hin, wenn der Tick mal angelaufen ist. Andererseits, aus dem Weekend-Update auch wieder erkennbar, sollten wir diese Grundbewegung 703 aber verlassen, ist alles möglich. Also es kann dann bis wieder zu der 4 runterlaufen, 12.94 oder schon in Richtung Gap-Closed sein. Also es ist alles möglich, schwierig zu handeln, aber im Moment muss man sagen, er hält sich wacker im Long-Bereich im direkten Anschlag weiter nach oben zu laufen. So, das war jetzt mal der Kurzüberblick beim DAX. Bevor wir wieder nach Berlin schalten, gehe ich mal davon aus, dass wie immer die meisten die Grundbewegung, was wir immer wieder nennen in den Webinaren, wahrscheinlich Öl-Euro im Fokus steht. Beim Euro ist es natürlich auch, beim Brent-WDI ist es natürlich, beim Brent auch gut ersichtlich. So, jetzt haben wir es wieder weggemacht. Sehr schön, Costa. Ich habe es wieder drauf heute früh. So. Ersichtlich, dass wir auch immer noch in dieser Korrektiven laufen. Immer noch über 44, 47. Ihr habt es ja schon einmal fast angenähert, ist wieder zurückgelaufen, Doji gebildet, es läuft ja wieder nach unten. Hier kann man auch nur noch immer noch sagen, wir sind in dieser komplett neutralen Zone gefangen über die Z1 bis 44, 47. Im Moment sitzen wir wieder auf der Unterstützung. Was ist das? 49, 25, leicht darunter. Also ihr werdet es, denke ich, weiterhin neutral bleiben bis 44, 47. Da, wie gesagt, kann man sich umschauen für möglichen Long, wenn man den sucht. Und ansonsten, ja, diejenigen, die Short sein sollten, immer noch, können weiterhin halten und müssen sich da eben dann orientieren, wie er sich da an der 44, 47 verhält. Geht er, bleibt da drunter, geht er drunter unter 44, ja, dann bleiben wir wieder in der Eröffnung. Es macht natürlich ein negatives Bild dann Richtung 39, 63. Ob er das schafft, weiß ich nicht. Im Moment ist er noch drüber, also immer noch in der Bewegung der Aufwärtsbewegung, wie man es sehr schön sieht, alles dreigliedrig, ist natürlich nicht ideal, aber mehr so ein korrektives Verhalten aktuell. Noch sind aber die Möglichkeiten eben gegeben, dass er über die 44, 47 sollte sie halten, versuchen wir die Z1 aufzumachen, um Richtung 62 oder 71 zu laufen. Mehr kann man hier aktuell nichts Großartiges sagen, also es bleibt mehr oder weniger hier neutral.
Was interessant ist aktuell, wäre das Gold. Es hat unser Zielmarken nun erreicht, die 88 in dieser Bewegung. Hier, wie man sieht, immer noch im Fraktal 3 auf der Oberseite, direkt am Widerstand abgeprallt. Korrektive gut gelaufen, konnte die Unterstützungsbereiche um die 12 und 01 halten und läuft wieder nach oben. Hier wird sich jetzt nun der Weg weisen. Bleibt er hier in diesem Bereich wiederum hängen, gehe ich davon aus, dass wir noch einmal eine Korrektive schalten können. Das heißt, mal Ausschau halten, solange wir nicht über diesen Bereich kommen, 12,98, und diese 3 stehen bleibt, könnte er nochmal Richtung 1235 laufen oder zumindest 12,58 noch einmal attackieren. Dann wird sich natürlich ein schönes Muster ergeben. Das heißt, wir kommen in den letzten Update, haben wir kurz mal hier diese Bewegung mal eingeläutet, aus einer anderen Sichtweise. Und zwar geht es darum, wir laufen jetzt hier aktuell in einer D. Kann natürlich auch sein, dass diese D in diesem fallenden Kanal aufgelöst wird im Dreieck und sich nach oben in der C weiter direkt nach oben treibt, Richtung 13,17 oder 13, wäre natürlich die C dann zu finden bei 13,69 in etwa. Ich vermute, das ist nur eine Vermutung, dass man hier mal genau aufpassen sollte, wie gesagt, bei 88, nicht, kommt er nicht darüber, würde sich noch einmal eine kleine Korrektive schalten und dann sollte er eben in einer E bleiben. Das wäre natürlich optimal, würde bedeuten, 12,35 wäre ideal und von hier aus dann Druck reinzubringen, diese 3 rauszunehmen, das Fraktal, und dann in einer Welle 3 nach oben zu laufen. Also mal genau beobachten, bitteschön. Ansonsten, Dow, S&P 500, neue Jahreshoch, sehr schön, Sekt en masse, alles gut. Nun laufen wir aber, nachdem wir beim S&P 500 die 2420 überquert haben, Richtung der Möglichkeiten 2453 oder bis in den Bereich 2486, 2508, 2535. Alles möglich, solange wir hier über diese Flagge bleiben, die sich ja gebildet hat und wo wir auch angesprochen haben, wäre es die Möglichkeit, rauf zu laufen, einem Mindestziel so 2485 aktuell, kann es sich der Markt weiter bewegen. Schön wäre es aus Bullensicht, wenn jetzt die Korrektive, die hier geschalten worden ist, über 2420 bleibt oder eine reine Pullback-Bewegung auf die Allzeithochs oder Jahreshochs wären, um wieder von hier aus nach oben zu laufen. Also auch hier kann man einen kleinen Short gehen auf die Möglichkeit, mal anzutesten, ob die Bären generell mal das Ruder übernehmen oder ob die Bullen weiterhin dranbleiben mit den 10, 2420 oder 2406. Sollten diese halten, kann man sich wiederum nach dem Long umschauen, um die Flagge eben abzuspulen bis in den Bereich 2485 und hier in aller Ruhe wiederum nach dem Short umschauen. Restrisiko wäre dahin natürlich 2508 und 2535 zu erwähnen. Also im Moment aktuell Möglichkeit kleinen Short, ansonsten alles mehr oder weniger neutral. Und so ist es genauso beim Dow. Der Dow Jones hat auch das neue Jahreshoch erreicht. Ziel war, hätte sein können, die 21,285 oder 21,356. Hat er auch da jetzt nicht erreicht. Ein kleines weiteres Jahreshochfokus aktiviert, aber er düdelt jetzt auch schon wieder mehr oder weniger seitwärts rum. Aber auch hier nichtsdestotrotz, es bleibt natürlich im Bullbereich. Die Flagge kann weitergespielt werden und dafür wären Idealziel oder der Bereich 21,671 als Möglichkeit gegeben. Solange wir nun bestens über 20,677 bleiben, oder gar nicht mehr unter 20,79 fallen. Also hier kann man sagen, Bullen bleiben am Ball, ganz simpel und einfach. Beim Euro haben wir hier auch eine wichtige Schaltstelle nun erreicht. Das letzte Mal, glaube ich, erwähnt, Kreuzwiderstand in dem Bereich 12,76, 77.
Hier ist er direkt abgeprallt. Nun kann er nach dem ersten Abprall auch hier wieder etwas korrektiv sich verhalten, hat aber genügend Luft, sich zu stabilisieren, um den nächsten Angriff nach oben zu tätigen. Und hier von der Luft her, wie man sieht, hat man 200 Pips, schwierig zu handeln aus der Sicht, aber über 1,1066 wäre weiterhin die Marken zu erwähnen bis 13,1080, 81 werden womöglich im Fokus stehen und darüber hinaus kann man eine 1,1559 erwähnen. Aber ich glaube nicht, dass er das hier gleich in einen Zug macht. Ich denke spätestens 1,1380 oder 81, wenn wir nächste Korrektive schalten. Aus dieser letzten Bewegung, auch hier kann man erkennen, hier haben wir eine 11,1. Das heißt 1,1197, wenn es drüber bleiben sollte, könnte sich über die F1 die nächste Flagge bilden, um die oberen Ziele mindestens 1,1381 zu erreichen. So, und jetzt übergebe ich das Wort den lieben Georg nach Berlin. Vielen Dank, Costa. Du hast ja jetzt schon ganz viele Märkte analysiert. Wir hätten noch einige Wunschmärkte als nächstes. Wenn du möchtest, kannst du dir gerne den US-Dollar japanischen Yen anschauen. USD, japanisch, Yen. War das jetzt richtig? Ja, genau. Genau. Na, gut, ist jetzt schnell so richtig wahrgenommen. Sorry. Ja, das hatte ich heute früh, den hatte ich schon mal heute früh aufgemacht selber, weil es hat geklingelt und zwar der Bereich, wie man sieht, 1,0948 wurde nun attackiert. Jetzt wird er die Frage stellen, nachdem wir hier in dieser Bewegung 1, 2, 3, 4, 5 eine Z1 jetzt anlaufen haben, sollte dieser Bereich gehalten werden können, sieht es gut aus. Da würde ich sagen, die Bewegung sollte in dem Bereich zumindest wiederum Richtung 1,1386 möglich sein. Also dann werden hier zumindest wieder die nächste Marken gestellt. Hier haben wir noch die Abbruchskerze, das heißt, wir haben hier einen Kreuzwiderstand zu verwenden. Und es würde bedeuten, wenn dieses hält, kann man sich nach einem kurzfristigen Long umschauen, muss man aber eng handeln. Und zwar würde das dann die Möglichkeit geben, 1,1407 bis 1,1456 zu laufen. Wenn die 1,0948 halten sollte, geht es darunter, würde ich dann sagen, wird sich die Möglichkeit dann bieten für den nächsten Long bei 1,0776 wieder. Und unter 1,0776 heißt dann definitiv aufgepasst, dieses Kursmuster wird dann über eine dreiwellige Variante laufen, das heißt die C würde rausgenommen werden und das Bild wäre eher negativ und es wäre dann wieder alles Richtung dieser letzten Aufwärtsbewegung zu fixieren. Also Bereiche bis in den 100er Bereich würden dann schon wieder auf der Agenda stehen können. Somit Fazit, im Moment kann man natürlich nur umschauen, wenn man Long sucht hier auf dieser Marke. Ansonsten, wenn man Short ist, auch hier dann mal aufpassen, ein paar Gewinne mitnehmen. SLs und den Rest SLs nachziehen, geht's nämlich drum, kann man jetzt der Trend folgend agieren, unterhalb von 1,0944 kann man Trend folgend natürlich mit agieren, aber auch hier kleine Positionen wählen, denn aus einem einfachen Grund, es läuft eine Z1. Z1 kann ein paar Punkte runtergehen, denn wir haben hier unten, wie man sieht, noch eine F1 sitzen. Also der Bereich, dass die Z1 hier mal kurz auf 1,0888 läuft und dann versucht auf einmal wieder zu drehen. Nehmen wir noch im Streubereich rein, 1,0863 wär so ein Bereich, wo man sagt, oh ja, hier sieht es gut aus, man geht short, man geht ein paar Punkte runter, ja, in diesem Falle.
wie viel sind das? 70, ja, um die 70 Punkte. Geht es runter oder dann freut man sich schon, da sitzt man gut schon drin und dann dreht auf einmal der Markt. Also somit diese zwei Bereiche mal anschauen. 1,09, 47 geht es darunter, wäre ein Anlaufziel, 1,0863 möglich oder 1,0776. Und da kann man sich in aller Ruhe nochmal nach dem Long umschauen. Und unter 1,0776 würde ich aufpassen, mit weiteren Aktionen in den Longs reinzukommen. Also hier im Moment neutral und nach einer Möglichkeit suchen, womöglich der Long heißt, wenn diese Marke hält. So, Georg, bitteschön. Ja, Costa, ich denke, zeitlich sind wir dann auch schon wieder relativ weit fortgeschritten. Du hast ja auch die Märkte eigentlich alle soweit oder die wichtigsten zumindest durchanalysiert. Ich denke, dann können wir auch langsam zum Ende kommen. Also gerne noch deine abschließenden Worte. Und würde ich das Wort nochmal übernehmen. Alles klar, Georg. Abschließende Worte, wie immer, sind immer schwierig. Wo fängt man an, wo hört man auf? Bleiben wir einfach beim DAX. Für heute oder für diese Woche geht es weiterhin darum, kommt eine korrektive, eine gesunde oder treiben die Märkte sich seitwärts, weiterhin aufwärts, bis zum geht nicht mehr. Im Moment zeigt er eben an, dass es seitwärts, aufwärts bis zum geht nicht mehr geht. Und somit haben wir eigentlich nur das Fazit, wie gesagt, solange wir über 12,492 bleiben, bleibt der Markt intakt nach oben bis in den Bereich 12,177. Wäre ein schönes Anlaufziel in dieser letzten Bewegung der 5. Und dann von hier aus zumindest endlich einmal eine gesunde Korrektur. Das heißt, Gap Closed, Frankreich wäre ein Idealziel und darunter hinaus vielleicht sogar eine 10,4 bis 10,8, aber so weit wollen wir noch gar nicht denken. Wenn Alternativen wäre ja noch nichts passiert und dann ab Richtung 14K. Ansonsten in diesem ganz kurzfristigen Zeitfenster im Moment, sagen wir mal, Intraday sieht so aus. Hier kann man sich umschauen, solange über 12,736 oder Querstrich 712 kann man sich nach dem Long umschauen. Wenn diese F3 jetzt nicht hält am Tagestief, 7,54, und versuchen zumindest das Gap zu closen oder beziehungsweise das alte Jahreshoch 12,842 mal zu erreichen und darüber hinaus über 12,852 würde ich sagen, kommt der Bulle wieder und versucht dann direkt auch in dieser Bewegung über eine C quasi wieder Richtung 12,957 zu gelangen. Wäre ein schönes Ziel, aber dann aus dem Intraday-Update mal oder beziehungsweise am Wochenupdate die Zahlen sich mal raussuchen und von hier aus dann nach möglichen kleinen Shorts sich unterschauen. Es bleibt undurchsichtig alles, aber in Bullhand bleibt vorsichtig, handelt, was ihr seht und immer schön RMM beachten bei diesen Marktphasen. In diesem Sinne wünsche ich euch alle weiterhin gut Trades und wenn ihr mögt, sehen wir uns am nächsten Dienstag. In diesem Sinne, ciao, ciao, Gruß nach Berlin. Vielen Dank, Costa, für deine umfangreichen Analysen und für das Analysieren der Wunschmärkte, liebe Teilnehmer. Ich hoffe, Sie konnten natürlich einiges mitnehmen und entsprechend Trading-Ideen finden. Wenn Sie möchten, wir sind natürlich auch in weiteren Webinaren in der Woche für Sie da. Da es Dienstag auch schon ist, starten wir also dann mit dem nächsten Webinar um 15 Uhr mit dem Jochen Schmidt Live-Trading. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie dabei sind. Ansonsten möchten wir auch nochmal auf unsere Geburtstagsaktion hinweisen, 60 Tage DAX 30 oder Dow Jones ohne Spread traden. Alle Informationen dazu gerne auf unserer Webseite auf admiralmarkets.de. Wenn es sonst im Nachhinein Fragen gibt, kontaktieren Sie uns gerne entweder telefonisch oder per E-Mail an info@admiralmarkets.de. Wir sind dann gerne Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr für Sie da und beantworten Ihre Fragen. Das Webinar wurde natürlich aufgezeichnet, also in Kürze nochmal auf dem YouTube-Kanal zur Verfügung. Wenn Sie möchten, können Sie sich das Ganze noch einmal gerne anschauen. Ansonsten danken wir Ihnen für Ihre Teilnahme. Wir sehen uns spätestens morgen wieder, wenn Sie möchten, Punkt 10 dann mit Heiko Behrendt oder wenn Sie früh aufsteher sind, auch gerne schon guten Morgen DAX 8.30 Uhr dann auch mit dem Heiko. Also bis dahin, machen Sie es gut. Nochmal vielen Dank, Costa, und einen schönen und erfolgreichen Handelstag. Ja, Gruß aus Würzburg. Bye, bye, Georg.